Nun, also doch, die Linke will zusammen mit der CDU in der Stadt Brandenburg an der Havel mitregieren. Am Samstag beschloss die Gesamtmitgliederversammlung der Partei diesen kommunalpolitischen Coup. Dass es dabei aber nicht nur um Inhalte, sondern auch um Personen ging, beobachtete mein Kollege Gerd Glaser. Ja, verehrte Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen. Er soll Sozialbeigeordneter in der Havelstadt werden. Dr. Wolfgang Erlebach, bisher Referent der Landtagsfraktion der Linken. Positionspapier mit der CDU hin, Positionspapier her. Immerhin erhielt er für seine Kandidatur eine breite Zustimmung. Über 95% der Genossen wollen ihn im Rathaus auf der Regierungsbank sehen. Dafür soll die Linke im Gegenzug ihn mitwählen. Michael Brandt, CDU, der 2013 seine Wiederwahl als Baubeigeordneter anstrebt. Doch die mit der CDU ausgehandelte Kooperationsvereinbarung gefiel nicht allen. Die Gegner des Positionspapiers hatten sich in Stellung gebracht und wollten die Zusammenarbeit mit der CDU kippen. Es gelang ihnen nicht. Der Realo-Flügel setzte sich gegen den Fundamentalflügel der Sozialisten durch, wegfrei für die Koalition. Fraktionschef René Kretschmer hatte sich, wie auch bei der Mitgliederbefragung bereits, zusammen mit seinem Parteigeneral Lutz Krakau durchgesetzt. Niemand will hier eine Vereinigung mit der CDU beschließen. Auch ich nicht. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, auch wenn es mir persönlich nicht unbedingt gefällt, Frau Thiemann wurde im letzten Jahr zur Oberbürgermeisterin gewählt. Und sie wird nicht 2014 abgewählt, sondern sie ist Oberbürgermeisterin, wenn nichts passiert, bis 2019 in dieser Stadt. Und das mag mir gefallen oder nicht, als Fraktion und als Fraktionsvorsitzender muss ich dies zur Kenntnis nehmen. Und dann muss ich gucken, wie ich etwas umsetzen kann, wie ich trotzdem unsere Inhalte in der Stadtverordnetenversammlung umsetze. Von 74 anwesenden Mitgliedern stimmten 41 für das Positionspapier mit der CDU, 32 votierten dagegen, 56% Zustimmung. Die Gegner der Kooperation sperrten sich gegen Bild- und Tonaufnahmen. Versammlungsleiter Andreas Martin hatte dafür den Weg freigemacht. Seltsames Demokratieverständnis. Wenn jemand hier das Wort ergreifen möchte und möchte sein Persönlichkeitsrecht wahrnehmen, dass dies nicht aufgezeichnet wird, dann möchte ich ihn bitten, bevor er ans Mikrofon tritt, zur Presse zu gehen und das denen mitzuteilen. Natürlich hat jeder auch noch ein Persönlichkeitsrecht, das er wahrnehmen kann, aber das gilt nicht für die gesamte Versammlung. Doch einer hatte kein Problem mit der Kamera, Linken-Rebell Alfredo Förster. Ihn stört natürlich, dass jetzt diejenigen die politische Ernte einfahren, die ihn einst gestürzt haben. Ihm wurde ja der Schmusekurs mit der CDU einst vorgeworfen. Nun fehlen ihm aber im Positionspapier wichtige inhaltliche Punkte. Gerade soziale Themen wie zu hohe Eintrittspreise, Buga zum Beispiel, Kinder- und Altersarmut würden nicht drinstehen, betonte der Stadtverordnete. Wer dieses Positionspapier zustimmt, der macht sich lächerlich. Eine Kooperation mit der CDU wird es nicht geben. Eine wie auch immer geartete Zwangsabstimmung, zu der ihr mich zwingen wollt, dass ich Erlebach, ich bitte auf der Erlebach wähle und gleichzeitig auch den Herrn Brandt wählen muss, das lehne ich ab. Das ist einfach, das ist Erpressung. Und das lasse ich mit mir als Stadtverordneter nicht machen. Dazu bin ich nicht nur euch verpflichtet, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern. Die Mehrheit entschied anders und der Sozialbeigeordnete Dr. Erlebach freute sich vor allem über die Zustimmung zu seiner Person. Das freut mich natürlich. Ich habe auch von Anfang an gespürt, dass es nicht um meine Person gehen würde. Ich bin trotzdem auch froh, dass diejenigen, die das Positionspapier maßgeblich ausgehandelt haben, die sich diesen harten Diskussionen noch in der Linken gestellt haben, jetzt auch eine Bestätigung bekommen haben. Herr Krakau, Herr Kretschmer, Frau Kroll, die haben sich ja alle wirklich reingehängt, haben im Grunde das getan, was die Partei von ihnen verlangt hat. Sie haben verhandelt, haben Papier vorgelegt und auch das ist aller Ehren wert und gebührt ein Dankeschön. Er will am Montag noch einmal mit der Fraktion sprechen, doch schon jetzt ist für ihn klar, auch wenn drei oder vier nicht für die Kooperation mit der CDU sein sollten, wolle er dennoch antreten. Er sei da missverstanden worden. Das ist eine Interpretation gewesen, dass man sagt, also ich will eine volle Zustimmung haben. Die kann auch bedeuten, dass jemand, der seine Vorbehalte nicht ablehnen kann, absolut nicht gegen dieses Projekt, der soll es nur sagen und soll gesagt werden und mit offenen Karten. Ich möchte ungern in einen Prozess gehen, der jetzt noch 4, 5 Monate dauert, wo ich mich auch reinhängen will in städtische Probleme und in Stadtpolitik, die Zahlen richtig lernen will. Dass ich das dann umsonst gemacht habe, würde ich auch nicht gerne.
Die SPD-Fraktion hatte sogar extra einen Spion zum Parteitag geschickt. Er sollte, wie kolportiert wurde, aufschreiben, welche linke Stadtverordnete nicht auf Koalitionskurs seien. So, liebe Genossinnen und Genossen.